Hallihallo. Ja, ich habe kürzlich ein Unboxing gemacht, was ich aus Versehen gelöscht habe. Und ich dachte, ich mache dann einfach mal eine kleine Review. Ich habe mir von AliExpress mutigerweise ein Tablet bestellt. Normalerweise bestelle ich mir von AliExpress eher kleinere Sachen, 3 Euro, 7 Euro, vielleicht auch mal 10 Euro, meinetwegen 20 Euro. Aber so ein Tablet ist dann doch nochmal eine andere Dimension. Es ist günstig im Vergleich zu hier. Aber eben, man weiß ja nicht, was man bekommt. Ich hätte es nicht gemacht, wenn ich vorab nicht schon zig Bewertungen zu dem Gerät gelesen hätte und mehrere Reviews geschaut hätte. Das Tablet hat super Bewertungen und ist in allen Tests also wirklich sehr gut davon gekommen. Und ich kann euch sagen, warum ich es bestellt habe. Das ist ein Tablet, ein Dual-Boot-Tablet. Das heißt, ich habe hier Windows und Android drauf, was man hier bei uns noch nicht bekommt. Ich hoffe, dass es irgendwann soweit ist. Ich finde es super gigantisch, wenn man Windows und Android drauf hat. Und ja, wie gesagt, noch ist es hier nicht so, ja, Google und Microsoft weigern sich da noch so ein bisschen, wie ich gelesen habe. China hält sich da scheinbar nicht ganz an die Richtlinien. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein tolles Tablet mit Windows und mit Android und deswegen muss ich es mir unbedingt kaufen. Das ist ein 9,7 Zoll Gerät und zwar ist das ein Klon vom iPad. Das Ganze nennt sich, also es ist von Onda, das ist ein Onda Tablet PC, steht ja auch da. Das ist das Modell V919. R, also wie gesagt, V919R von Onda. Ich habe mich für das 32 GB Tablet entschieden. Das gibt es auch mit 64 GB. Wir haben hier 2 GB Arbeitsspeicher und natürlich kann man den internen Speicher, der jetzt hier mit 32 GB auch nicht gigantisch ist, kann man erweitern mit einer SD-Karte. Wir haben ja einen Slot und können das Ganze mit 128 GB erweitern. Da kann man also nicht meckern. Ich möchte euch das Tablet jetzt zeigen. Also wie gesagt, das kam hier in diesem schönen Karton. Im Grunde war auch nichts weiter dabei, außer eben ein Daten- und Aufladekabel und mit einem Stecker, der nicht EU ist, aber es war ein Adapter dabei, ein EU-Adapter, von dem her funktioniert das alles ganz gut. Der hat einen Knaller gehört, das passt ihm jetzt so gar nicht. Ja, dann zeige ich euch das gute Stück einfach mal so. Also ich war sehr, sehr beeindruckt, als es gekommen ist und ich das Ganze ausgepackt habe, denn es ist wirklich sehr, sehr leicht und sehr schmal. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben ja auf der linken Seite gar nichts. Wir haben unten auch nichts. Auf der rechten Seite haben wir den On-Off-Button hier. Und wir haben hier auch natürlich die Laut-Leise-Wippe. Und wir haben hier den Slot für eine Speicherkarte. Und zu guter Letzt haben wir hier oben einen HDMI-Anschluss. Ein Micro-USB-Anschluss für das Lade- und Datenkabel. Wir haben ein Mikrofon und eine Kopfhörerbuchse. Das Ganze sollte man vielleicht dann auch nochmal richtig herumhalten. Hier könnt ihr das Ganze nochmal sehen. Wir haben hier hinten eine 5 Millionen Pixel-Kamera, ist jetzt nicht der Burner. Und hier vorne haben wir eine Frontkamera mit 2 Millionen Pixel. Also alles überhaupt nicht der Burner, aber die Kameras interessieren mich am Tablet weniger. Ich habe das Gerät schon mal angemacht, damit das jetzt alles nicht so lange dauert. Wir haben hier Android aktuell. Ich mache das mal so. So, ich habe es mal quer für euch gestellt, damit wir besser sehen und ich näher ran kann. Im Hochformat ein bisschen doof. Ich bin zum Beispiel kein Tablet-Halter im Querformat. Ich habe mein Tablet auf jeden Fall im Hochformat, wenn ich dran arbeite. Aber das ist natürlich Geschmackssache oder Bequemlichkeitssache. Ich mag es quer nicht. Es sei denn, ich schaue bei YouTube ein Video, dann ist es was anderes. Da geht es dann auch in das Querformat, damit ich halt im Vollbildmodus schauen kann. Ja, ihr seht hier, wie gesagt, ganz normal Android.
Ich habe hier ein paar Apps drauf, nicht viel. Ich bin jetzt nicht der Ultra-App-Fan. Ich benutze überwiegend YouTube und Facebook oder eben mal ein bisschen shoppen, Amazon oder eben auch AliExpress. Das muss sein, das habe ich hier drauf. Darum geht es aber jetzt auch gar nicht. Natürlich benutze ich auch intensiv mein Instagram. Also ja, das Gerät kam leider in einer Sprache, die ich natürlich null verstehe, nicht Chinesisch, leider noch nicht mal Englisch. Das Gerät war in Russisch. Ich habe kein Wort verstanden und ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen damit zu tun, um das Ganze umzustellen, denn man hat ja nichts verstanden. Ich wusste nicht, wie ich, wo ich bin und habe das Ganze mit meinem Rechner dann verglichen, wo ist was und konnte dadurch dann die Sprache umstellen. Es war ehrlich gesagt nicht ganz so schön. Da hätte man das Ganze schon mal vorab zumindest in Englisch einstellen können. Aber jetzt funktioniert alles. Ich habe dann und wann chinesische Zeichen hier, aber das ist ganz selten. Hier zum Beispiel oben, weiß auch nicht, was es heißt, ist jetzt auch nicht von Bedeutung. Ansonsten ist hier schon alles in Deutsch, wie man sieht. Ich habe die Helligkeit mal ganz nach oben geschraubt. Normalerweise habe ich die nicht so weit hoch, wegen dem Akkuverschleiß, wenn das dann auf hell ist. Aber damit ihr mehr seht, habe ich es jetzt mal ganz auf hell. Dann haben wir hier die Einstellungen. Wir können hier alles Mögliche einstellen. Mich soll man allerdings nicht sehen. Also was man eben so kennt, wir können hier alles Mögliche einstellen. Halten wir es mal eben so. Also das Tablet arbeitet sehr, sehr gut, sehr schnell, da kann man nichts sagen. Hier mit dem Speicher. Wir können hier Töne einstellen, also alles das, was man eben so kennt. Wir haben WLAN, Bluetooth, also alles möglich. Ich glaube, das muss ich euch nicht zeigen. Das kennt man alles. Und zu guter Letzt, was gibt es noch zu sagen? Wir haben ganz normal natürlich auch den Play Store hier drauf. Also da gibt es jetzt keine Probleme. Ich gehe jetzt einfach mal irgendwie hier rauf. Ihr seht, es arbeitet auch recht flott. Und ja, man kann sich hier Apps runterziehen. Noch und nöcher. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, nicht so ein Spieltyp oder so. Also das funktioniert alles reibungslos. Da gibt es keine Probleme, nur weil es jetzt aus China kommt. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Muss an dieser Stelle allerdings erwähnen, dass der Akku nicht mega leistungsstark ist. Also es könnte besser sein, aber ich sage mal, man kommt je nach Benutzung, aber sollte man über den Tag kommen, das kommt natürlich wirklich drauf an. Ich denke, wenn man den ganzen Tag zockt, wird es problematischer. Ich glaube, da sollte man einmal am Tag mindestens sich anstöpseln, weil ich glaube, dass Spiele relativ viel verschleißen an Akku. Ich selber spiele nicht, aber ich merke schon deutlich den Unterschied, wenn ich zum Beispiel jetzt nur surfe, wie zum Beispiel jetzt bei AliExpress irgendwie, wo man einfach nur so ein bisschen scrollt und ein bisschen sich Sachen anguckt und so. Das klappt wunderbar. Ja, da ist der Verschleiß nicht so mega hoch. Aber ich merke dann wohl schon den Unterschied, wenn ich mir ein paar Videos anschaue bei YouTube. Da geht das mit dem Akku schon ein bisschen zügiger. Aber ich dachte erst, oh weia, hoffentlich komme ich damit hin. Aber ich komme damit hin. Also ich habe es nicht den ganzen Tag an. Und abends nehme ich das Tablet manchmal mit ins Bett, weil ich vielleicht noch YouTube schauen möchte. Ich benutze tagsüber für kleinere Sachen einfach auch mein Handy. Da habe ich auch Android drauf. Also von dem her komme ich klar mit dem Akku. Aber wie gesagt, ich habe auch das Samsung Galaxy 7 Zoll Tablet, also das Samsung Tab 4. Das hat natürlich einen stärkeren Akku. Aber sonst kann ich nichts sagen? So, ich möchte euch nochmal eben zeigen, wie das Switchen geht. Also wie gesagt, Android muss ich euch nicht groß erklären. Das klappt alles hervorragend. Ja, und das Switchen würde dann so funktionieren. Oh, das ist so ungewohnt im Querformat. Hier steht's. Ich bin jetzt, wie gesagt, in Android drin und switche jetzt rüber zu Windows. Da muss ich an dieser Stelle erwähnen, das Switchen ist nicht mal eben in ein paar Sekunden getan. Das Ganze dauert ungefähr so lange, wie man auch warten muss, wenn man das Tablet startet. Also es ist wie im Grunde Neustarten vom Tablet. Und ich finde es aber nicht wild. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es minutenlang dauert. Aber ihr seht,
Ihr könnt es jetzt einfach mal anschauen. Ein bisschen wartet man schon. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall noch unter einer Minute. Jetzt brauche ich es aber absolut im Hochformat. So, ich muss hier mal eben mein Passwort eingeben. So, jetzt startet Windows. Ihr seht, das dauert einen Moment, aber wie gesagt, auch nicht ultra lange. Gucken, ob wir das hier ein bisschen ändern können. So, jetzt haben wir Windows. Und das ist schon eine coole Sache. Ich habe hier nicht viel drauf, ich brauche auch nicht viel, aber ich habe hier, wie gesagt, Windows und kann eben einfach mal Sachen erledigen, die man eben mit Android nicht machen kann. Android ist klasse, ohne weiteres, aber manchmal reicht da einfach eine App nicht, dann muss man direkt auf die Internetseite und da finde ich Windows einfach mal am besten. Also wie gesagt, wir haben hier ganz normal Windows, wie man das eben so kennt. Da muss man auch doppelt klicken. Ich habe hier auch nichts drauf, wie gesagt. Ich will euch das nur mal eben zeigen. Und wir haben hier ganz normal das Menü, was man eben vom Windows kennt. Sollte euch allen bekannt sein vom PC. Hier sind die Einstellungen, wo man übrigens auch die Sprache ändern kann. Ja, die Deutschsprache musste man sich nämlich runterladen. Aber das hat alles Gott sei Dank geklappt. Ihr seht auch, wie gesagt, das Ganze ist jetzt hier in Deutsch und klappt wunderbar. Ja, hier wäre dann wieder das Ganze zum Switchen. Win2Android. Da macht man einen Doppelklick drauf und dann seid ihr auch schon wieder im Android. Ja, wir können hier ganz normal ins Internet. Wir haben hier, wie gesagt, alles Mögliche, was man eben so kennt. Hier öffnet sich die web.de-Seite. Und ihr seht, also es funktioniert alles super. Es ist wie gesagt wie bei Windows. Man kann natürlich mit Android auch mit einem Browser ins Internet. So ist natürlich nicht. Aber manche Sachen finde ich da einfach schon ganz gut über Windows. Ja, was gibt es noch zu sagen? Also, wie gesagt, ich finde es ein super Teil. Das ist schön schmal. Das ist schnell, das ist, ja, Mensch, ich hätte euch mal YouTube zeigen können. Was können wir jetzt auch schnell im Windows machen? Schauen wir mal eben. So, ich bin jetzt direkt in meinen Kanal gegangen. Also ich bin jetzt nicht über die App drin, ich bin jetzt über Windows in YouTube. Da ist natürlich die App schon besser, aber ich habe mein YouTube hier gespeichert unter Windows in einem Browser, denn hier kann ich zum Beispiel auch Kommentare freischalten. Das kann man unter Android zum Beispiel auch nicht. Finde ich eine schöne Sache. Ja, können hier einfach mal ein Video anschmeißen. Ist eigentlich egal welches. Ich werde euch das eben zeigen, wie das läuft. Alles rund, alles super. Wie sieht Und das zwar Ganze hier von aus? Kerstin. Ich muss das mal schon abdecken mit der Adresse. Na, was hat er denn jetzt gemacht? Jetzt bin ich woanders rauf, na, ist ja egal. Zuerst Also, einmal das wünsche ich klappt euch eine alles gut, schöne wie ihr Woche seht. weiterhin. Ja, wie gesagt, der Akku ist jetzt nicht der Oberleistungsstarke, aber es ist so in Ordnung. Ich denke, man kommt super über den Tag hin. Also, wenn man zockt den ganzen Tag, dafür ist es, glaube ich, nicht so gedacht, dann muss man den Akku schon zwischendurch mal laden. Aber ich bin im Grunde wirklich sehr, sehr zufrieden. Es ist ein schönes Teil, es ist handlich, es ist super, funktioniert alles echt gut.
Genau, und mit dem Ton wollte ich noch gesagt haben. Der Ton könnte meiner Meinung nach lauter sein. Den finde ich jetzt nicht so, ja, also der ist akustisch gesehen jetzt vom Klang okay. Der klingt jetzt nicht blechernd oder so, aber es könnte lauter sein, ja. Ich finde das Handy auf jeden Fall lauter. Also mein Handy ist wesentlich lauter als eben das Tablet. Ich werde jetzt nochmal switchen. Doppelklick, also wir haben hier Windows. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man von Windows auf Android switcht. Hier switcht du Android. Da gehen wir rauf und das dauert dann wieder einen kurzen Moment. Und ja, dann sind wir wieder im Android. So funktioniert das Ganze. Also wie gesagt, ich kann jetzt nichts weiter Nachteiliges sagen. Akku ist jetzt, wie gesagt, nicht so leistungsstark und der Ton könnte lauter sein. Aber ansonsten funktioniert super. Ich kann euch eben vielleicht mal gleich eine Musik anmachen über YouTube und dann gucken wir mal. Aber von der Akustik ist es ja sowieso immer so, dass es jetzt natürlich dann auch über so eine Aufnahme auch nicht so rüberkommt, wie es bei mir jetzt dann auch original wirklich klingt. Ja. Erwähnt sei natürlich noch dieses, der Preis. Ich habe für das Tablet inklusive DHL-Versand, den ich gewollt habe und gewählt habe, weil es schneller geht, habe ich 140 Euro bezahlt ungefähr. Dazu kam natürlich noch Einfuhrumsatzsteuer und sogar noch so eine komische Gebühr. Ich komme jetzt nicht drauf, wie die heißt. Ich sage mal, ich habe schlussendlich schon noch mal insgesamt 40 Euro draufgezahlt. Das heißt, ich habe für das Tablet insgesamt um die 180 Euro bezahlt. Klingt erstmal viel, aber für ein Tablet mit 9,7 Zoll, mit einem wirklich super Bildschirm, vor allem mit zwei Betriebssystemen, also mit Windows und Android, kann man nichts meckern. Ich bin froh, dass ich es habe. Ich will es jetzt auch nicht mehr hergeben. Das ist ein schönes Teil. Macht Spaß, damit zu arbeiten. Und ja, wir gucken mal jetzt hier, ob wir was Schönes finden. So, da ich jetzt dachte, wir spielen einfach mal eine Musik an, habe ich Helene Fischer eingegeben. Yay! Nein, fiel mir jetzt gerade so ein auf die Schnelle. Und ich wollte euch da einfach nochmal den Klang zeigen oder das Bild. Mal gucken, was wir hier haben, ob das eine Live-Version ist. Ja, ist live, finde ich jetzt immer nicht so prickelnd, weil es ist manchmal dann sowieso nicht so toll vom Ton. Aber ihr seht, das Bild ist wirklich klasse. Und das wäre dann schon das Lauteste. Mir persönlich, mir, gerade wenn man Musik hören möchte, zu leise. Aber wenn ich Musik hören möchte, mache ich meine Anlage an oder meinen Rechner, wo andere Boxen dran sind. Beim Tablet oder auch beim Laptop ist der Ton einfach immer nicht so gigantisch, ja. Ich möchte euch das nochmal so zeigen vom Bild. Ich finde es schön. Die Frau ist sowieso toll. Ja, es ist wie gesagt sehr leise, ne? Wir haben hier leider eben auch kein Stereo. Wir haben hier wirklich nur einen Lautsprecher, wie man sieht. Nicht so prickelnd. Gut, das ist jetzt besonders leise aufgenommen. Hatte schon Musik, die ein bisschen lauter war, aber es ist, wie gesagt, jetzt nicht der Oberreißer, ne? Hier. Das ist alles live. Das ist nicht der Brenner. Aber ihr seht, es arbeitet gut. Es arbeitet schnell. Ich spule hier ein bisschen vor und es läuft alles gut. So, ich glaube, an dieser Stelle sei alles erwähnt. Das Video geht ja auch schon sehr, sehr lange. Und ja, ich bin sehr zufrieden. Also mein Fazit ist sehr gut. Schönes Tablet.
Ich hätte mir mehr einen leistungsstärkeren Akku gewünscht und einen lauteren Klang. Aber ansonsten, die beiden sind wirklich für mich Schwachpunkte. Ansonsten ist es wirklich ein super Tablet, was super schnell und flüssig arbeitet. Und ich bin da wirklich sehr zufrieden. Alles funzt. Und ja, für meine Zwecke reicht es vollkommen. Ich habe noch einen 7 Zoll. Ich denke mal, das werde ich jetzt verkaufen. Das brauche ich dann nicht. So, was Größeres ist schon fein. So, und jetzt ist auch gut genug geplaudert. Das war das Tablet Honda V919R. Wie gesagt, ein Klon vom iPad. Aber für mich das Ultimative war Android und Windows. An dieser Stelle, bis dann. Tschüss.